heute noch eine weitere Folge zu Office Space Idle Profits, weil in der ersten Folge konnte ich ja noch nicht allzu viel von den weiteren Funktionen anspielen und aufzeigen. Und deswegen heute gleich noch eine zweite Folge dazu, wo es dann darum geht, eben genau diese ganzen anderen Funktionen und auch das Event anzuschauen. Und damit Start zurück ins Spiel. Und ja, jetzt war ich bereits 19 Stunden weg. Das heißt, es ist sehr, sehr knapp, dass ich heute noch meine To-Dos abschließen kann. Also hier seht ihr, ich habe jetzt gerade noch genau anderthalb Stunden. Und ich werde das Geblubbere jetzt dann gleich mal ausschalten, weil das Blubbere ist eigentlich wichtig hierfür, dass ich mitbekomme, wann die Emojis aktiv sind. Aber im Moment brauche ich es jetzt nicht, weil ich habe hier gestern schon in der Vorbereitung die... Ja, wo sind sie denn? Klicke... Ach ja, kritische Klicks, genau. Klicken Sie Emojis 20 Mal. Das heißt, 20 Mal diese Symbole, die hier auftauchen, dann ist zumindest eine der Aufgaben erfüllt, die letztlich jeden Tag erfüllt werden können. Und da mache ich jetzt gerade mal... Nee, mache ich nicht. Ich lasse das bisschen Sound an, weil ich habe den Eindruck, das war relativ leise, dass das bei euch ankommt. Von daher ist es okay. Also, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist noch Charaktere, ein Charakterpaket einzusammeln. Und das geht im Moment ziemlich einfach, weil es nämlich momentan dieses Aloha-Pack zusätzlich gibt. Das heißt, neben dem normalen, was ich alle 6 Stunden einsammeln kann. Okay, Lawrence ist auch wieder ein neuer, den habe ich bisher noch nicht. Gibt es jetzt eben noch den Aloha-Pack dazu, womit ich dann eben 2 auf einmal einsammeln kann und dadurch eigentlich nur 2 Mal am Tag reinschauen muss, um zumindest die gesamten To-Dos hier abzuschließen. Ihr seht, hier habe ich jetzt einen 1-Stunden-Warp bekommen, den werde ich jetzt mal noch kurz stehen lassen. Und für alle Aufgaben zusammen, wenn ich alle 5 erledige, bekomme ich auf jeden Fall auch schon nochmal 30 Diamanten. Und ich glaube, bei einem oder, also mindestens, glaube ich, sogar bei 2 gibt es auch irgendwie 5 Diamanten. Bei dem anderen war noch ein Warp, auch für eine Stunde. So, jetzt sammle ich erstmal das ein. Das andere werde ich erst nach einem Reset machen, weil auch hier seht ihr ja, hier blinkt schon das rote Ausrufezeichen. Das heißt, ich kann hier erstmal einen ordentlichen Bonus einsammeln. Und dann natürlich nachher das 1-Stunden-Warp dazu benutzen. So, jetzt erstmal hier bin ich jetzt schon auf Stufe 13. Hier ist noch ein, ja, eigentlich so ein Auto-Click-Ereignis, das dann eben auch den 5-fach-Multiplikator dann ziemlich schnell hochholt. Was da jetzt noch das Besondere ist, also die kritischen Klicks, das ist eine hier, kritische Klicks 100 Mal, das ist eigentlich das, was am umständlichsten ist, weil natürlich dort eine Weile geklickt werden muss, bis da 100 zusammen sind. Die 20 Emojis geht relativ schnell, gerade ihr hört es ja so im Hintergrund, wie oft die auftauchen. Sie machen leider das gleiche Geräusch, wenn sie wieder verschwinden. Und das Problem ist, dass das gleiche Geräusch auch hier von den Dingern gemacht wird. Also wenn ich hier so einen Bildschirm aufmache, dann ist... klingt das genauso, als wäre da jetzt so ein Emoji aufgepoppt, was dann auch wieder für die Unterscheidung ein bisschen problematisch ist. Aber nun gut. Also jetzt erstmal hier noch kurz ein paar Updates kaufen, auch wenn die jetzt wahrscheinlich nicht mehr relevant werden. Hier ist es so, bei dem Standard ist es ja, das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, wieso da die einzelnen Termine aufgelistet sind, beziehungsweise die Zeiten, die dann hier für die einzelnen Stockwerke sozusagen gelten. Gut, also erstmal Stück für Stück. Jetzt gilt es erstmal noch, die weiteren Diamanten einzusammeln, weil ich habe jetzt wieder weitere Stockwerkerweiterungen gekauft. Da plätschern noch ein paar Diamanten rein und dann ist hier natürlich die Upgrades, logischerweise, auch wenn ich die jetzt gleich zurücksetzen werde. Event werde ich gleich rüberschauen, um das mit euch anzuspielen. Eins habe ich schon gespielt, das ist bereits schon vorbei. Da bin ich nur bis Stufe 10 von 50 gekommen, weil mir noch nicht ganz klar war, auch dass die doch so zeitlich begrenzt sind. Mein Eindruck ist, dass im Moment jede Woche so ein Ding läuft. Das Event, was hier jetzt läuft, hat auf jeden Fall nichts mit Halloween zu tun, sondern scheint einfach eben das normale durchlaufende Event zu sein. Und da gehen wir, wie gesagt, aber gleich hin. Erstmal hier durchschauen und dann den Reset machen.
Genau, also die Diamanten bei den Emojis sind auch recht häufig geblieben. Ein bis zwei Diamanten gab es da recht regelmäßig. Insofern ist das Spiel angenehm freizügig, was Diamanten angeht. Auch wenn ich jetzt noch keine eingelöst habe und ja, das erste interessante Pack dann halt die 499er wären, weil Profit, das würde ich jetzt nicht machen. Auch hier die Produktion anheben und so weiter ist eher uninteressant. Das heißt, eigentlich werde ich immer dann auf die 499er sparen, je nachdem, ob halt jetzt gerade noch eine Aktion dabei ist, wo das hier halt ja, mit dem aktuellen Event auch diese anderen Packs gibt. Beim ersten Event kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass es hier noch weitere Packs gegeben hat, aber vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, weil mir das noch nicht klar war, dass die hier für die To-Dos so relevant sind. Also wie gesagt, das eine To-Do hebe ich mir jetzt gerade noch auf. Aber jetzt muss ich erstmal aufhören, hier die Emojis anzuklicken, weil jetzt gibt es hier eigentlich nicht viel zu tun. Sondern hier habe ich jetzt einen ordentlichen Sprung, eine ganze 10er Potenz, was den Bonus angeht. Also einmal das Gebäude abfackeln und her mit den roten Tackern. So, das lasse ich jetzt noch, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber ich lasse das jetzt für euch nochmal mitlaufen. Wie der nette Kerl so freundlich den ja, Benzinkanister rausgeholt hat und das Ganze jetzt wieder im neuen Bürogebäude sozusagen von vorne losgeht. So, den ersten habe ich jetzt schon mal auf die ersten 25 und hier seht jetzt hier die Standardzeiten 3, 6 Sekunden, 12, also es verdoppelt sich eine ganze Weile, dann gibt es größere Sprünge und hier ist es eben so, der unterste Stock läuft am schnellsten, der oberste Stock, die Vorstandsetage läuft am langsamsten. 10 Stunden ist hier natürlich eine utopisch lange Zeit, aber zum Glück bleibt es ja nicht so, weil das kann ich auch hier auch gerade nochmal zeigen. Mal gucken, eins von denen, ja genau, der Lagerraum, das sind die, und hier der Vorstandsbüro, das hat sozusagen zigmal eine Temposteigerung. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem, dass das nach und nach dann zügig durchläuft. Und was auch noch schön ist, was ich jetzt natürlich vorhin noch nicht gezeigt habe, aber was ich euch gleich zeige, sobald ich die Stockwerke hier mal wieder nachgekauft habe. Ihr seht hier, dass hier schon meine Leute wieder rumlaufen. Das heißt hier die Zuordnung. Ich habe ja jetzt noch einen neuen bekommen. Das bleibt erhalten. Also nach einem Reset muss ich die nicht alle neu zuordnen, sondern ich brauche jetzt nur die zwei. Also Laurenz habe ich ja dazu bekommen und den Aloha Dr. Swanson. So, das ist eine Tab-Belohnung, dann setze ich den einfach auch hier daneben. Das sind sozusagen die unwichtigen Stockwerke, die jetzt keine Relevanz für den gesamten Turm haben oder für die Stockwerke, in denen ich aktiv werden möchte. So, in den anderen kann ich jetzt noch nichts machen, weil ich die natürlich noch nicht wieder freigeschaltet habe. Also mich erstmal durchkaufen bis ins bis zur Vorstandsetage. Okay, klappt noch nicht ganz, nur noch ein bisschen mehr. Dann die anderen Stufen wieder hochholen, damit ich natürlich genug Kohle habe. Also klar, der Aufbau ist, nachdem ich jetzt schon ein paar Resets oder noch schon eine Weile das Spiel laufen hatte, ja, geht relativ zügig, einfach hier alles auf wieder aktuelles Niveau zu bringen, so wie ich es vorher verlassen habe. Dazu gehört natürlich auch hier, das ist auch etwas, ich habe bereits ein Geheimnis gefunden, von dem ich nicht weiß. Ah, okay, ja, spiel das Spiel 3 Tage lang. Gut, das muss ich nicht finden. Das war dann einfach deswegen einfach freigeschaltet. Und was jetzt hier, Aggressionsbewältigung, Wasserspendermoment, Kaffeelauf, die Karriereleiter erklimmen. Mal sehen, wann die freigeschaltet werden, durch welche Aktivitäten von mir oder irgendwelche passiven Sachen. Auf jeden Fall gibt es einen schönen Bonus mit 200% und das kostet nur 23 von diesen Geldeinheiten. Also ist das ein ganz ordentlicher Bonus und jetzt kaufe ich einfach alles sozusagen durch, wo auch viele Assistenten dabei sind und so weiter. Wobei die Assistenten leider im Verhältnis ziemlich wenig bringen, weil in den 10, wenn ich hier jetzt klicke, ich habe jetzt einen Exponenten von hoch 10 und bin hier aber schon bei 17, also das macht nicht allzu viel aus. Und jetzt kann ich hier eben hier erstmal die ganzen Stufen wieder nachholen. Habe jetzt die ersten 5 schon vorbei und komme jetzt vom Autofahren zu dem Psychiater-Szene. Und ja, jetzt sind wir schon wieder auf Stufe 2, also beziehungsweise
Stufe 8. Ich glaube, 13 war ich vorhin, bevor ich resettet habe. Aber auch da wird es sehr, sehr, sehr schnell eben wieder Anschluss geben. Und jetzt erstmal die letzte Stufe freigeschaltet. Und damit sind jetzt alle Büros wieder verfügbar. Und ich werde dann gleich nochmal nachschauen, wo ich jetzt meinen neuen meinen neuen Angestellten oder meine neue Human-Ressource ich halt dort platzieren kann. Also die hier unten sind alle für das Auto-Tapping. Das heißt, die sind eigentlich in unwichtigen Stockwerken aktuell positioniert, weil die jetzt keinen relevanten Stockwerk-Bonus haben. Hier oben ist es schon ein bisschen anders. Das heißt, hier habe ich jetzt die Stockwerk-Boni. Der hat 50% pro Stufe nur. Deswegen werde ich den jetzt mit Laurenz austauschen, weil der hier hat zumindest 100%. Und mal schauen, die hier haben noch 0,25 und 1,1. Da hatte doch noch jemand 200% von dem darunter oder darüber. Ja, sie. Also Produktion der zwei Etagen direkt unter Joana sind 200% Bonus, das sind die beiden. Dann hier 100%, hier 50%. Das heißt, da sammelt sich eben schon eine ganze Menge Boni in dieser Etage an. Und das deswegen habe ich die oder sozusagen auf diese beiden Etagen konzentriert, weil eben der Vorstand eigentlich zu langsam läuft und hier mit 9 Minuten das auch noch sehr spärlich ist. Und da das hier zu konzentrieren, war da an der Stelle noch sinnvoller. Das kann ich jetzt natürlich eventuell auch schon bald um eine Stufe hochziehen, wenn ich hier noch ein paar Upgrades schaffe, dass das hier deutlich schneller durchläuft. Aber dann werde ich jetzt erstmal die Produktionsdauer hier raus austauschen. 005, 003. Dann werde ich den... ja, erstmal hier Laurenz mit 200% rein, dann hier den anderen mit 50% rein und die Verkürzung dann hier oben dort aktiviert. Also ich habe noch ein paar leere Plätze, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 Mitarbeiter kann ich auf jeden Fall noch zusätzlich einsetzen, die dann hier etwas zu tun bekommen und mir einzelne Boni bringen. Später werde ich dann schauen müssen, wen ich dann rausschmeiße, weil klar, die Klicks, da die so wenig bringen, im Verhältnis zu den aktuellen Einnahmen, werde ich die wahrscheinlich dann am ehesten aussortieren und immer versuchen, die Stockwerke, die am zügigsten letztlich Geld liefern, dann auch mit Boni zu setzen, dass die Geldzahlung, also direkte Produktionsboni und nicht nur irgendwie, dass die ein bisschen schneller durchlaufen, weil das wird sich in diesen 0,0 irgendwas Prozent dort nicht so schnell bemerkbar machen. So, das wäre jetzt hier soweit wieder alles aktuell. Bevor ich dann jetzt gleich dazu gehe, die Stunde natürlich zu nutzen, schaue ich mal, dass ich hier noch ein bisschen das alles schon mal aktiviert habe und so viel Kohle wie möglich ausgegeben habe, weil damit sich der Sprung natürlich auch richtig lohnt. Immerhin, mit einer Stunde Sprung bin ich dann kurz davor, das Vorstandsbüro einmal abzuschließen. Da waren jetzt schon wieder zwei neue Diamanten, sehr schön. Weil mit, okay, jetzt sind wir eh gleich durch. Das heißt, wenn da noch mal eine... Ja, hier sind auch 1 hoch 21, das heißt, da ist die Stufe dann auch gleich abgeschlossen. Dann warte ich die jetzt auch nochmal ab und werde vorher mal in diese Tagesaufgaben gehen. Jetzt habe ich natürlich leider gerade Wochenendarbeit, also Sonntag, Mittwoch, Samstag ist sozusagen dieser Bereich aktiv. Und hier habe ich leider, wobei ich dürfte jetzt vielleicht einen haben, der tatsächlich hier Stufe 3 macht, also ich lasse ihn mal automatisch zuteilen. So, das heißt, ich habe jetzt zwar einen, der in der Lage wäre, theoretische Arbeit zu machen, aber leider erfüllt sie nicht die Voraussetzung, was die Berufe angeht. Weil jetzt kann ich euch hier eben nicht allzu viel zeigen. Weil die Sache ist eben, jeden Tag wird ein unterschiedlicher von diesen Slots hier freigeschaltet. Und bei den hier oben, hier kann ich nur Männer einsetzen, hier kann ich nur Frauen einsetzen. Und hier ist es immerhin so, dass ich schon ab Stufe 1 Leute einsetzen kann. Hier eben jetzt erst ab Stufe 3.
Und ich kann dann zweimal am Tag solche, ja, solche Arbeitspakete arbeiten lassen. Das heißt, alle, die ich hier einsortiere, die liefern dann einen Beitrag. In dem Fall, okay, damit erklärt sich auch dieses TPS, also dieses, so nach dem Motto, die Arbeit, die zu erledigen ist, im Durchschnitt bringt sie 42 rein. Und hier müssen eben 1000 Arbeitseinheiten erledigt werden, um letztlich diese 5 Getränkeflaschen zu bekommen. Und mit diesen verschiedenen Sachen, also ich habe schon 10 Donuts bekommen durch eben einen Tag zweimal arbeiten und 10 von diesen Frischtupperwaren. Und wenn man davon dann eben so 50 hat, dann geht's los, dass man hier die XP kaufen kann und damit natürlich die Leute aufleveln kann. Ich weiß nicht genau, in welchem Umfang jetzt hier die einzelnen auftauchen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Donuts mal voll habe und den kaufen könnte, ob der dann verschwindet und dann durch einen anderen ersetzt wird und sich das so nach und nach austauscht, immer jeweils eine Stufe höher oder so. Das kann ich noch nicht sagen, weil dazu, wie ihr seht, habe ich noch nicht oft genug dieses, ja, diese Sachen bedient. Und zumindest ist in den höheren Stufen, also maximal, wenn man dann Stufe 20 erreicht hat, und mindestens ein Legendary hat, weil das sind ja dann eher so ein Rare und ein Epic und so weiter, dann kann man auch höhere Sachen freispielen und entsprechend auch schneller andere aufleveln. Also ja, das ist jedenfalls so eher der Baustein, wie man seine Charaktere neben den allen 6 Stunden einen neuen Charakter bekommen und dort ein paar XP zu bekommen, hier dann doch wahrscheinlich ein bisschen stärker boosten kann. Genau, hier sieht man auch die verschiedenen Arbeiter, also die Kaffeetasse wäre ein Manager und ein Slacker, der Angler, den bräuchte ich auch noch, um eben hier heute arbeiten zu dürfen. Aber habe ich halt leider bisher nicht. Und deswegen kann ich halt keine Wochenendarbeit leisten. Soweit. So, der nächste Stufenaufstieg ist durch. Damit sind wir jetzt auf Stufe 11. Fehlen eigentlich nur noch 2 bis zum Anschluss. Und da hier jetzt eigentlich auch nicht mehr allzu viel sein dürfte, kann ich dann gleich das eine Stundenpaket nutzen. Aber ihr seht hier, die kommen fluffig, ständig irgendwelche Emojis, die man dann anklicken kann. Allerdings auch das lohnt sich nur begrenzt. Also die Zahlen, die da freigegeben werden, sind nicht immer so hoch. Und im Moment seht ihr ja bei allen, dass die fast alle nur Stufe 1 haben, weswegen ich sie ja leider nicht verwenden kann. So, also jetzt eine Stunde Zeitboost. Das heißt hoch 22 verdient. Damit lässt sich natürlich ein bisschen was anstellen. Ja, was ich jetzt natürlich vergessen habe, ist hier einzukaufen. Hätte ich natürlich noch ein bisschen mehr Bonus gehabt, aber egal. Es geht ja nicht um jeden Cent und ich denke, dass das Upgraden, mal gucken, wie weit wir hier aktuell sind, wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, bis ich das Gebäude ohnehin abfackeln kann. In der Zeit kann ich mir dann jetzt erstmal einen Blick auf das Event werfen, was da aktuell der Stand ist. Ja, leider geht das nicht aus, weil auch wenn ich nichts machen kann, sagt er mir die ganze Zeit, ich soll da hingucken, aber das bringt ja nichts, wenn ich da nicht wirklich was anstellen kann. Okay, also lass mal die hier mal in Ruhe das Geld abzwacken und gehe ich dann erstmal schauen, wie weit ich jetzt beim Event gekommen bin. Weil hier ist es dann auch so, ja, wenn ich da natürlich weit genug komme, gehen wir mal zum Event rüber, weil da sehe ich dann auch die verschiedenen Stufen. Genau, also hier kann ich jetzt natürlich noch meine anderen 2 Leute zumachen. Einmal den Arbeiter-Tapper und dann oben. Und hier ist nämlich jetzt schon der Unterschied. Beim ersten Event, was ich mitgemacht habe, da war der Vorstandsbereich das schnellste und der Keller war an der Stelle das langsamste. Hier ist es jetzt so, es geht ja bis hierhin hoch. Ihr seht hier, die laufen alle im Sekundenbereich. Dann gab es einen Sprung. Und dann ging es eigentlich von oben los, das heißt dann Vorstandsbüro, Eckbüro, Qualitätssicherung, Personalabteilung, Buchhaltung und das teuerste ist diesmal die Entwicklung. Also die braucht am längsten von der Zeit her. So, jetzt habe ich hier 30 Minuten, 15 Minuten und jetzt ist natürlich die Sache, dass ich da im Minutenbereich auf jeden Fall hier die Boni reinbringen will. So, mal schauen. Der war jetzt Produktionsdauer, also setze ich hier jetzt den Lawrence mit rein. Und setze die Produktionsdauer dann eher noch eins tiefer. So, mal gucken, was hast du gemacht? Das war Kosten der Etage. Kommst du auch eins tiefer? Und du
ist dann für die zwei Etagen oben drüber zuständig. Also das heißt dann immer ein bisschen Feintuning, aber wie gesagt, nach dem Reset bleiben die Zuordnungen erhalten. Deswegen muss man das dann nicht jedes Mal neu machen. Hier ist es allerdings auch mit den Zuteilungen anders. Da kann ich mal kurz rüberschauen. Weil hier gibt es keine Geschwindigkeitsboni. Interessant wäre das jetzt wahrscheinlich bei der Entwicklung. Sondern es gibt nur Produktionsboni, die auch ein bisschen geringer ausfallen. So, das ist zumindest schon mal der eine Unterschied zum Event. Was dann noch ein deutlicher Unterschied ist, neben den unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Boni, die es halt für jede von diesen Stufen dann letztlich gibt. So, erstmal wieder hier alles auf Maximum bringen, was möglich ist. Dann die nächste Stufe. So, hier seht ihr jetzt schon einen Unterschied. Also neben der Stufenbelohnung gibt es in dem Fall noch Palmen dazu. Und das ist nämlich schon der nächste Mechanismus. So, jetzt lasse ich den gleich mal durchlaufen. Bringt, glaube ich, keinen größeren Effekt, aber diese Rundungsgeschichte, dafür gibt es, glaube ich, noch ein Achievement, was hier jetzt natürlich gesperrt ist, weil bei den Events komme ich nicht auf die Achievements, die kann ich dort dann nicht erfüllen lassen. Was es hier nämlich gibt, sind einmal das Herstellen, das heißt, ich habe jetzt über Nacht, also in diesen 20 Stunden, die das ja jetzt ohne mich gelaufen ist, etliche Palmen eingesammelt. Diese Palmen kann ich zu Flipflops umbauen, also im Endeffekt einwechseln. Also 20 Palmen geben einen Flipflop. Ein Flipflop macht mir einen Produktionsbonus von 1%. Die Palmen geben aktuell gar keinen Produktionsbonus. Dann 5 Flipflops kann ich zu einer Kokosnuss ummachen und das heißt dann 5% auf 10% ändern. Das kann ich später auch theoretisch zurückändern. Ich weiß auch nicht, warum das sinnvoll sein sollte, oder ich kann für Diamanten noch zusätzliche Palmen kaufen. So, das Besondere sind jetzt an der Stelle die Beuteboxen auf der einen Seite. Das heißt, wenn ich die Palmen zu Flipflops und die Flipflops zu Kokosnüssen umgearbeitet habe, dann kann ich die Kokosnüsse eben hier ausgeben. Und damit ich dieses goldene Hemd bekomme und in allen Etagen 10.000 Produktionsbonus bekomme, müsste ich eben 300 Mal hier diese Sachen kaufen. Die verteilen sich dann hier unten. Also ihr seht, das sind 3 mal 90, also 270. Dann hier verteilen sich die restlichen 30 auf diese Spezialsachen. Also hier 10, 20 und diese dann nochmal die 30. Das heißt, das sind mit jedem Punkt, den ich bekomme, bekomme ich eigentlich einen von denen hier gezogen. Und dann am Ende gibt es dann halt nochmal den oben drauf. Also den gibt es garantiert demnach der 300. Das andere hier ist eben Zufall, welchen man dann zuerst erwischt. Mal gucken, wie viel. Also genau, 9 habe ich ja bisher. 5 davon waren das blaue Shirt, 2 davon ein blauer und hier das rote auch noch. Ja, so weit, so gut. Die Flipflops kann man dann sozusagen zumindest gleich wieder ausgeben und entweder gleich in Kokosnüsse wandeln. Weil die Schwierigkeit ist, ich habe noch keinen genauen Plan tatsächlich ausgerechnet, was sich jetzt wie wann lohnt. Also das eine ist die Beutebox. Das heißt, am Ende des Events sollte ich möglichst viel eintauschen. Das heißt, ich brauche hier einkaufen für 5. Das heißt, ich brauche 1500 Kokosnüsse. So weit, so gut. Für die 1500 Kokosnüsse brauche ich dann im Endeffekt die fünffache Menge an Flipflops. Das heißt, 7500 Flipflops und 7500 mal 20 sind dann die Anzahl der Palmen, die ich brauche. Bloß mal so Pi mal Daumen. Das heißt, ich bin dann bei 150.000 Palmen, die ich glaube ich brauche. Also wenn ich jetzt in einem Tag 15.000 bekommen habe, ist das ein bisschen zu wenig. Weil ich bräuchte ja 10 Tage, das Event läuft aber nur 7 Tage. Also wird es wahrscheinlich so auf dem Weg ein bisschen zu knapp werden. Deswegen gibt es ja pro Stufe nochmal 1000 Palmen. Das heißt, es bringt mir dann zumindest bei 50 Stufen nochmal 50.000 Palmen dazu. Das würde dann schon ja nochmal ganz gut aufgehen wahrscheinlich. Das heißt, wenn man ganz am Ende ankommt, könnte das aufgehen. Das einzige Problem ist jetzt, okay, ich kann hier Palmen ausgeben. Also ein paar habe ich schon direkt ausgegeben. Mal gucken, die müssten ja eigentlich hier noch irgendwo aufgelistet werden. Nee, leider nicht. Okay, dann werden die Boni hier jetzt nicht angezeigt. Auf jeden Fall kann ich eben hier noch
10, 20, 30, also 25.000 oder sowas kann ich hier noch ausgeben. Das sind allein die Palmen. Dann habe ich hier natürlich noch weitere Boni, einmal Kokosnüsse und noch drei Bonusstufen mit Flipflops. Ich habe hier in verschiedenen Sachen schon mehrere Flipflops ausgegeben und dann auch überlegt, okay, wann lohnt es sich, die Flipflops in die Boni umzuwandeln? Und die Rechnung ist eigentlich gar nicht. Aber wenn ich mir anschaue, 10 Kokosnüsse geben mir bereits 100% Produktionsbonus. Das heißt, wenn ich hier für 100 eigentlich einen Produktionsbonus von 1.000 aufgebe und gerade mal 200 dazu bekomme, ist das eigentlich ein ziemlich absurder Tausch. Das ist mir vorher bloß noch nie so klar geworden, indem ich das einfach mal durchgerechnet und überlegt habe. So, bei den Flipflops, hier habe ich jetzt einen 600% Produktionsbonus und kriege nur 200 dafür, weil ich bekomme ja 1% für jeden von diesen Boni. Also irgendwie ist mir nicht ganz klar, warum man die Dinge eigentlich kaufen sollte. Also beim nächsten Event werde ich es da richtig machen und letztlich diese Sachen nicht kaufen, weil ich glaube nicht, dass der multiplikativ ist oder irgendwas, weil steht ja hier 136% Produktionsbonus. Also von daher, das geht nicht so ohne weiteres auf. Bei den Palmen könnte das noch interessant sein, weil dieser blaue Bonus steht natürlich in keinem Verhältnis zu dem tatsächlichen Boni. Also weil hier wird, aktuell habe ich jetzt 21% Bonus pro Locher. Das ist natürlich deutlich höher als zum Beispiel in dem Standardspiel, wo ich jetzt glaube ich bei 8 lag. Das heißt, hier könnte es sich schon lohnen, das noch anzuheben. Lässt sich dann durchrechnen. Also ein so ein Flip-Flop, das mir 1% bringt, da werde ich mal gucken. Das werde ich noch mal ein bisschen ausrechnen müssen, ob sich das lohnt oder ob sich das nicht lohnt. Ja, jetzt ist eben die Frage, tausche ich lieber das Zeug in die Flip-Flops um oder noch ein paar Palmen? An der Stelle zumindest erstmal nur die Kohle ausgeben und das andere erstmal noch behalten. Und zumindest einen Produktionsbonus drauf lassen. Also das heißt, ich werde die jetzt hier in die Flipflops umändern, damit ich dort einen Produktionsbonus bekomme. Jawohl, bitte alles in Flipflops. Dann habe ich zumindest 913% und die kann ich jetzt theoretisch einfach mal noch in die Kokosnüsse umwandeln. Und dann habe ich 1800 als Produktionsbonus. So, und damit werde ich das erstmal bewenden lassen und eben diese Dinger nicht mehr ausgeben, weil ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, warum das sinnvoll sein sollte. Und natürlich auch jetzt noch nicht in die Beutebox greifen und sagen, ja, okay, weg mit dem Zeug, weil ich könnte jetzt hier natürlich, na, nochmal Max, 36 Stück könnte ich kaufen, aber dann fehlt mir der Produktionsbonus wieder, dann komme ich hier nicht weiter und dann kriege ich die Palmen nicht und so weiter und so fort. Also, überlegen zur rechten Zeit, welche Sachen sinnvoll sind, wann zu machen. Und jetzt erstmal Reset, weil auch hier seht ihr hoch 6, hoch 8, das rechnet sich. Also her mit den neuen Tackern und ja, darfst du dich nochmal als Feuerteufel versuchen und wieder von dann schleichen. So einfach geht das. Wupp, wupp, schon ist er weg. Und dann geht das Ganze eben, wie gesagt, von vorne los. Ihr seht hier, also hier gehen die Zeiten erst im Sekundentakt hoch, dann kommt der große Sprung, weil dann eben, wie vorhin beschrieben, von hier oben die Zeit nach unten wieder abnimmt. Und das scheint wahrscheinlich bei jedem Event anders zu sein. Ich weiß noch nicht, ob sich die Events wiederholen. Das heißt, ob das Event, wo ich jetzt einmal teilgenommen habe, nach einem bestimmten Zeitraum wieder auftaucht, wie abwechslungsreich die sich sind, ob es zwischendurch eventuell Zeiten gibt, wo gar kein Event ist, weil im Moment war es jetzt so, dass tatsächlich das neue Event sofort nach den 4 Tagen wieder angeschlossen hat, also dass jede Woche da ein neues kommt. Und ja, ansonsten, die Karriereleiter wird normal das erste Mal, wenn ihr Stufe 10 erreicht habt, freigeschaltet und dann könnt ihr eben hier nachschauen. Dass mein Name hier jetzt eben nicht mehr so kryptisch auftaucht wie diese anderen Namen hier, liegt einfach daran, dass ich mir jetzt tatsächlich einen Account bei Congrate, also hier bei dort angelegt habe und damit auch den Bonus habe. Mal gucken, der müsste auch irgendwo hier auftauchen. Genau.
Also mit dem Konkret-Bonus bekomme ich auch nochmal die 3% zusätzliche Boni für die roten Locher. So, also soweit alle Stockwerke wieder durchgekauft. Jetzt kann ich hier gleich wieder noch ein paar Emojis einsammeln, bevor ich dann die Stufen hochgehe. Okay, das andere Emoji ist jetzt gerade verschwunden. Und dann ist es Zeit, im Endeffekt hier die Stufenaufstiege auch wieder mitzunehmen und auf die Ebenen zu wechseln. Okay, das war's schon. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wo ich jetzt gerade schon gewesen bin, aber normalerweise geht es auch hier ziemlich zügig, dass man die Stufe, die man zuletzt verlassen hat, auch wieder erreicht. Vor allem, sobald man hier jetzt die Boni kauft. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich sage, alles kaufen, ob ich dann tatsächlich hier die Kokosnüsse auch automatisch, das will ich jetzt gleich mal rausfinden. Okay, nee, die Kokosnüsse müssen manuell ausgegeben werden, das ist gut so, weil das ist ja dann doch eine ziemlich kritische Ressource, die man nicht so einfach verlieren sollte. So. Warum gehst du jetzt nicht aus? Weil du natürlich noch was kaufen kannst. Das ist dann ein bisschen schade. Es wäre natürlich angenehmer, wenn die Ausrufezeichen weggehen, damit man mitbekommt, wenn da wirklich was Neues dazu kommt, als dass es das Bestehende eigentlich ist. So, hier ist es dann auch so, hier gibt es eben die Beutebox und das Herstellen, aber diese Daily-Sachen, die gibt es hier nicht, deswegen habe ich hier an der Stelle jetzt nur das HR und eben das Zuordnen. Aber da ich jetzt auch keine weiteren Angestellten dazu bekomme und das mit den Sammelkarten noch eine Weile dauert, also ich könnte die natürlich auch von hier bekommen, also das ist jetzt egal, ob man da in dem einen Event ist oder ob man da in dem Normal-Game ist, aber bis 4,99, das dauert noch ein bisschen, dass sich das wirklich lohnt. Und natürlich gibt es dann ja tatsächlich auch einen Epic, den ich ja auch brauche für die hohen Stufen dann, wenn ich dann die Tagesarbeit erledigen möchte. So, genau, jetzt sind wir schon Stufe 38. Wie gesagt, geht es am Anfang ziemlich flott, das wieder zu vervollständigen. Also soweit, denke ich, jetzt ist alles wieder einigermaßen auf der Stufe, wo ich es vorhin schon gehabt habe. Hier die nächsten Stufen brauchen jetzt hoch 21 und auch die nächste Stufe dort brauche ich mindestens hoch 21. Und da sind natürlich auch diese Emojis in der Regel zu gering. Aber das Interessante bei den Emojis, denke ich, ist mehr die Möglichkeit, Diamanten zu bekommen, als jetzt wirklich unbedingt, dass sie einen relevanten Geldbeitrag liefern. Dort ist es dann, hier ist jetzt hoch 20, hier ist es hoch 22, also hier wird es schon ausreichen, also in einer Minute kann ich tatsächlich dann gleich wieder noch die nächste Stufe erreichen. Und hier sind es noch 11 und 26 Minuten, Buchhaltung, die Entwicklung war ja das sozusagen das teuerste und das lohnendste. Das heißt, wenn das über Nacht dann läuft, da bin ich auf jeden Fall dann wieder ein, zwei Stufen weiter mit den hoch 24er Exponent. Aber hier gibt es dann jetzt nicht so viel zu tun. Dann schaue ich jetzt gleich erstmal zurück, wie sich jetzt die... Ja, da war wieder ein Diamant dabei. Wie sich jetzt die im Hauptspiel geschlagen haben. Also zurück zum Event. Und hier seht ihr jetzt auch die Belohnungen. Das heißt, wenn ich bis Stufe 20 gekommen bin, bekomme ich auf jeden Fall ein Standard-Pack. Dann hier die blauen Packs. Oder sogar die epischen goldenen Packs. Also das sind dann hier einmal das Standard, dreimal das normale oder einmal das goldene. Kann ich mir halt allein dadurch freispielen, dass ich im Event natürlich erfolgreich bin. Das bedeutet aber auch, dass ich hier tatsächlich noch bis Stufe 50 kommen muss. Ah, also Stufe 13 hat man vorher nicht, weil sonst würde ich jetzt keine Palmen bekommen. Und anscheinend steigt das Palmen, also ich kriege nicht nur 1000, sondern ich kriege tatsächlich sogar noch ein paar mehr Palmen. Also könnte das wahrscheinlich ganz gut aufgehen, vorausgesetzt man hat die Palmen nicht, wie ich am Anfang, hier für diese Boni ausgegeben. Dann kommt man wahrscheinlich tatsächlich hin, 300 von diesen Kokosnüssen bauen zu können. Also das dürfte, was ja jetzt nicht verwunderlich wäre, durchaus knapp gerechnet sein, aber das werde ich dann die nächsten Male noch weiter verfolgen und beobachten. Was trägt denn der da für eine Ananas mit sich rum?
Ah ja, was auch noch das Besondere ist, in dem Moment, wenn hier nämlich die normalen Klicks, da passiert jetzt erstmal nichts, aber wenn ich einen Critical-Klick habe, dann war das jetzt schon ein Crit? Nee, also beim Crit ändert sich nämlich die Szene noch ein bisschen. Das ist beim Auto nicht so stark aufgefallen, weil das schon ziemlich früh war, aber ja, im Moment will er einfach keinen Crit machen. Okay, jetzt. Genau. Dann sind sie in dem Fall erschrocken, hier taucht noch einer auf und so weiter. Also jede Szene hat sozusagen da nochmal ihr kleines Geheimnis oder kleine Änderung, wenn man dort zumindest mit dem Crit reingeht. Und hier geht's schon wieder los. Ah ne, ich bin ja jetzt schon... Ne, ich bin noch nicht wieder zurück. Ich bin noch gar nicht zurück im Hauptspiel, ich bin immer noch im Event. Aber ist ja okay. Gibt ja noch hier einiges jetzt auszugeben wieder. Nachdem nämlich das eine Minuten-Ding wahrscheinlich hier rum war. Und wir deswegen ja auch die eine Stufe aufgestiegen sind. So, das hier dauert noch ein bisschen. Mit 5, also wahrscheinlich 1 mehr wird es da noch brauchen. Da ist ja jetzt gerade 1 aufgegangen, ja. So, also mal gucken. Okay, es hat doch schon wieder gereicht. Also irgendwo anders ist so viel Kohle zusammengekommen, dass jetzt noch eine Stufe erledigt wird. Also 1231 Palmen. Also noch ein paar dazu. Da kann ich ja auch gleich die wieder in den Flops-Bonus umstellen und die dann wieder zu den Kokosnüssen, damit ich hier zumindest den maximalen Produktionsbonus rausbekomme, so lange bis ich sie halt dann am Ende einlöse. Muss ich natürlich daran denken, dass ich rechtzeitig wieder online komme und das Event, also nicht den Abschluss verpasse, aber im Moment sind es ja noch 4 Tage. Gibt es eigentlich eine genaue Uhrzeit? Im Moment nicht. Aber ich glaube, hier sind vorhin die Stunden angezeigt worden. Also es sind tatsächlich dann genau der Wechsel. Was ja auch dazu passt, ist es ja bei dem anderen, wenn ich jetzt dann doch gleich ins Hauptspiel gehe, wahrscheinlich auch bald die Stunde um. Und dann beginnen die neuen Tagesaufgaben, wo man mindestens die 30 Diamanten bekommen kann, wenn man die jeden Tag erledigt. Plus, glaube ich, mindestens 10, die in den Aufgaben selber noch drinstecken. Okay, also gehe ich jetzt hier raus. Ist alles soweit erledigt? Ja. Also zurück zum Hauptspiel. Genau, 20 Minuten war ich jetzt im Event und 47 Minuten dauert noch der Tag, bevor hier resettet wird. Also die Server sind hier ja um 3 Stunden sozusagen früher dran, als mein Tag tatsächlich endet. Aber ist ja nicht schlimm. Muss man halt dann nur wissen, dass man sich auf die richtige Zeit einstellt, wann hier so die Wechsel sind, wenn man eventuell gerade über diesen Zeitpunkt hinweg eben spielen möchte. Bei denen ist jetzt Samstag 12.12 Uhr, was auch eine sehr komische Zeit ist, dass sie dann eigentlich um 13 Uhr mittags sozusagen den Tag neu beginnen. Aber gut, jedem das seine. Und hier einfach dann die Stockwerke wieder aktualisiert. Genau, hier ist eben noch die Tempo-Boosts, die dann noch an mehreren Stockwerken von den höheren aktiviert werden. Und hier ist natürlich noch der Stufenaufstieg abzuholen. Und ein weiterer Zero-Klick. Genau, da habt ihr jetzt den Crit, dann hält er sich den Bauch und kommt ins Schwitzen. Das tut ihm wohl nicht so gut. Und ansonsten ja, ist das die normale Psychiater-Unterhaltung. Oder Postraum-Lakai, ist es ein Interview? Ja, irgendwie hatte ich das vorher wegen der Couch wahrscheinlich als Psychiatergespräch angenommen, aber wer weiß, was da tatsächlich stattfindet. So, Produktion der Toiletten verbessert und hier gibt es dann letztlich nichts weiter zu tun. Außer natürlich dann eben die To-Dos und die Events, also in einer Stunde kann ich mich dann hier wieder bemühen, die Emojis anzuklicken, das Event nochmal anzugucken. Die Charaktere werden jetzt natürlich nicht so schnell klappen, da muss ich noch 6 Stunden warten, beziehungsweise 5 Stunden dann etwa. 100 Etagen dazu kaufen, das sollte auch hinkommen. Also, ja, die können jeden Tag gespielt werden, man muss sie natürlich nicht vervollständigen, nur wenn man ja, die 30 Diamanten auf jeden Fall haben möchte, muss man alle 5 Aufgaben erledigen. Das Event zu spielen ist easy. Das heißt, wenn das natürlich tägliches Event ist, kann es eigentlich keinen Zeitraum geben, in dem es kein Event gibt. Also wird es wahrscheinlich weiterhin jede Woche dort irgendwas laufen. Und mal sehen, wann sich da irgendwas wiederholt.
So, beim letzten Mal war es so, dass sich gut 1 bis 2 Stunden gedauert hat, bis es dann tatsächlich zum Reset gekommen ist. Okay, also jetzt habe ich tatsächlich ein Viertel von dem, was hier an Klammeraffen schon da ist, erreicht. Das heißt, in 2-3 Stunden, je nachdem, wie ich hier halt noch vorher Boni irgendwie reinbringen würde, lohnt sich wahrscheinlich dann schon der nächste Reset, um dann wieder dort was zu aktivieren. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob das hier zu einer anderen Zeit resettet wird. Wenn hier noch steht 11 Stunden, das heißt, die To-Dos werden einfach nur zu einer anderen Zeit zurückgesetzt als wahrscheinlich hier diese Tagesarbeit. Und bei denen ist zumindest heute auch Samstag. Immerhin der Wochentag stimmt. Die Uhrzeit ist konfus, aber das andere stimmt. Soweit jetzt erstmal all die, ja, die Infos zu dem Events, die bei Office Space Idle Profits gespielt werden können. Also wie gesagt, ihr bekommt da jede Woche ein neues Event. Ich würde nicht sagen, dass es einfach ist, an diese ganzen Karten zu kommen. Aber immerhin, ihr habt die Möglichkeit, an etliche Karten einfach so freizuspielen. Also auch wenn das hier auf den ersten Blick ziemlich happig aussah und es natürlich eigentlich eine Unmenge an Charaktere gibt. Mal gucken, irgendwo konnte ich, glaube ich, die Karten, genau, ich glaube hier im HR. Also nur mal so grob durchgewertet. Also das hier sind die Standardcharaktere. Dann ist hier schon Aloha dabei. Also kann ich ja mal umschalten. Also die Standardcharaktere, soweit recht überschaubar. Nicht ganz so viele. Dann das Aloha, was jetzt gerade als Event aktiv ist, wo es dann eben nochmal andere Ausprägungen gibt, die dann letztlich die gleichen darstellen. Mal gucken, wo sich hier Namen wiederholen. Aloha Lumberg, Laurenz, Anne, Peggy. Okay, Lumberg ist hier zum Beispiel als Goldkarte. Beim Aloha ist er eher als Standard zu bekommen. Dann eben Barbecue, da gibt es nochmal dann ähnlich. Also es gibt etliche Charaktere, die es frei zu spielen gibt, aber mit den Events, denke ich, ist es ein überschaubarer Rahmen, diese erstmal zu bekommen. Aber dann gilt es natürlich noch, die ganzen aufzuleveln. Also das Maximale war jetzt für diese Tagesarbeit Stufe 20 zu erreichen. Und ich gehe davon aus, dass hier diese XP-Leiter natürlich auch weiter ansteigt. Also hier habe ich jetzt 20, hier für die dritte Stufe brauche ich schon 30. Der ist für die zweite Stufe auch mit 20. Also wahrscheinlich haben jetzt die Rarities jetzt keinen Einfluss auf die XP-Linien. Aber allein schon, dass nach der ersten Stufe für die zweite schon 20 und so weiter. Das heißt, jede Stufe steigt es dann sicherlich mindestens um 10 XP an. Genau, hier habe ich es dann 30, sie braucht 40, also es kommt ganz gut hin, 10 pro Stufe mehr. Und das ist natürlich, wenn jede Karte, die ich bekommen kann, immer nur irgendwie so um die 10 XP oder sowas liefert, dann dauert das lange, bis ich die Karten so oft gezogen habe, dass ich alle wirklich auf Maximum bekommen habe. Aber das ist ja eben das Geheimnis, oder beziehungsweise ein Geheimnis ist es wohl nicht, sondern eher etwas Offensichtliches, was die ganzen Free-to-Play-Spiele natürlich miteinander teilen. Es muss irgendwelche langen Idle-Grinds geben, womit man die Leute dann natürlich in dem Spiel hält. Dann eben die Möglichkeit, wie hier zum Beispiel Zeit abzukürzen oder halt eben für die Charaktere direkt schon Geld auszugeben oder. Da kann man dann überlegen, spielt man das Free-to-Play, um vielleicht die Zeit zu vertreiben, oder hat man nicht genug Zeit, um das Free-to-Play zu spielen, dann gibt man lieber das Geld aus, was man in der Zeit, die man sonst nicht übrig hat, verdient hat. Und hoffentlich hat man da dann gutes Gleichgewicht gefunden. Also, soweit heute eben noch die Ergänzung, was so alles in Office Space Idle Profits möglich ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin mal gespannt. Im Moment motiviert es mich noch sehr, vor allen Dingen diese regelmäßigen Events, dort mal noch eine passende Strategie zu haben, und schauen wir mal, ob wir uns in dem Spiel dann demnächst noch weiter sehen werden. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!